Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Dragoon. Alter PlayStation 1 Klassiker, wir sind immer noch im Gefängnis von Helena und suchen Shana. In der letzten Folge hat uns ja Sir Lovitz angeboten, mit uns zu kommen. Das heißt, wir sind jetzt zu zweit unterwegs. Mein Gott, es ist abgeschlossen. Gut, gehen wir halt hier lang. Oh. Oh. Strenge Sicherheitsmaßnahmen. Raum wird besonders streng bewacht. Was ist mit diesem Schlüssel? Den nehmen wir mit. Wir werden ihn brauchen, wenn man das Mädchen Shana gefangen hält. Den Schlüssel für Shanas Zelle erhalten. Nein, das ist ja ein Zufall. Aber warum nur das Mädchen? Das werde ich den Oberaufseher persönlich fragen. Aber erst nachdem wir Shana gerettet haben. Kann ich die Leute jetzt nicht angreifen? Wir wissen, was da drin ist. Nee, macht man nicht. Und da? Auch nicht. Ist klar. Gut. Vielleicht der Ausgang oder die Ausgänge. Man munkelt noch. Hörst du? Wenn es dunkel wird, höre ich von irgendwoher eine furchtbare Stimme. Sie ruft... Ah, ah! Okay. 20 Gil. Oder ich nenne es am besten Gold. Das ist blöd. Gil gab es bei Final Fantasy. Und nicht hier. Du bist aus Basil. Erledigen wir sie, bevor sie noch Krach machen. Ja. Ach, Mensch. Krieg's nicht hin. Wer ist da? Diese Stimme.
Bist du der Schreiner? Ich bin's. Dart? Bist du das, Dart? Ja, ich bin's. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Beeilung. Die Waffe. Ach, die Waffe. Die Wache kommt. Shana. Dart. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Du hast mich nicht vergessen, obwohl wir uns 5 Jahre lang nicht gesehen haben. Wie könnte ich dich vergessen? Zeig mir dein Gesicht. Ich habe mich nicht sehr verändert. Oh, doch, du hast dich verändert. Du siehst viel stärker aus als der Date, den ich gekannt habe. Beeilung, die Waffen. Jetzt reicht's. Die Wachen kommen zurück. Ich glaube, sie hatte Pfeil und Bogen. Das Mädchen entkommt. Ich werde nicht zulassen, dass sie entkommt. Wo ist Shana? Das greift er wieder mit Zauber an. Verletzt? Mir geht es gut. Trophäe, Gefängnisausbruch. Jawohl. Ihr könnt später feiern. Wir sind immer noch in der Höhle des Löwen. Außerdem ist es hier viel zu feucht für eine Party, oder? Gehen wir, Shana. Folge mir, okay? Dart, ich bin jetzt 18 Jahre alt. Ich kann auch kämpfen. Shana. Sie ist erwachsen geworden. Sie hat diesen höllischen Ort allein überlebt. Wäre sie eine durchschnittliche Frau, dann hätte sie das nicht geschafft. Es gibt natürlich auch nicht so viele Dummköpfe, die hierher gekommen wären, um sie zu retten. Aber die Shana aus meinen Träumen hat sich nicht im geringsten verändert. Lass uns später darüber reden. Sehen wir erstmal zu, dass wir hier wieder rauskommen.
Sag das noch einmal. Nun, der Ritter aus Basil ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Es tut mir leid. Von dieser Ratte rede ich gar nicht, davon später. Der rote Kerl hat das Mädchen aus Celes mitgenommen. Was? Was hast du gesagt? Der Kerl mit der roten Rüstung hat das Mädchen mitgenommen. Du Dummkopf. Lass sie nicht lebend entkommen. Warte. Fast hätte ich das Wichtigste vergessen. Tötet nicht das Mädchen. Das ist ein Befehl seiner Majestät Duell. Duell. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Zu Befehl. Wenn ihr es vermasselt, dann werde ich euch alle köpfen. Der Rote. Dich krieg ich. Dann werde ich noch ganz andere Dinge mit deinem Blut rot färben. Gut, wir haben vollste Aufmerksamkeit. Das heißt, wir gehen jetzt zurück. Genau, jetzt wieder hier lang. Ist der blind? Habt ihr das gesehen? Der hat uns nicht gesehen. So. Warum können wir denn nicht hier durch? Dann müssen wir wieder runter, oder wie? Vielleicht können wir später nochmal hierher. Vielleicht kommen wir erst später da rein. So, dann müssen wir jetzt ganz zurück, oder? Ach, hau ab! Oh, du bist es. Zeig mal her hier. Sechs Heiltränke habe ich noch. Ich mache mal 10 drauf. So. Danke, sei vorsichtig. Alle sind ein bisschen gereizt. Du bist also der rote Kerl, der sich wie ein Prinz aufführt. Und wenn es so wäre? Das bedarf keiner Antwort. Ihr zwei, du und der Anführer, der Ritter, werdet unserem Lieblingstierchen zum Fraß vorgeworfen. Aber erst, nachdem ich euch zu Brei verarbeitet habe. Lovitz, ist das der Oberaufseher? Sein Name ist Frigil. Er ist so schrecklich, dass selbst seine Landsleute ihn fürchten. Du siehst so ruhig aus. Oder ist das die Angst, die dich lähmt? Du hast Celes angegriffen. Nein, ich habe nur den Befehl gegeben. Warum hast du Shana entführen lassen? Ich weiß nicht. Kaiser Duell sagte nur, wir sollen das Mädchen zurückbringen. Der Befehl war so trivial, dass ich zusätzlich die Zerstörung von Celes anordnete. Frigil, unverzeihlich. Bossfight!
So, jetzt mal die beiden Handlanger beiseite schaffen. Yes. Das. Yes. Ha. Vulkan. Oh, die halten mehr aus. Sie war die einzige, glaube ich, die keine Kombos hatte. Genau. So, Dicker, jetzt bist du dran. Gucken wir mal. Ein bisschen Feuer. Ja, 212. 27. Hey, du Cheater! Oha. Der ist noch nicht mal angeschlagen. Das ist gleich doch ein. Zack. Da muss der aber gelb sein danach. Oh, 218. Achso, das ist ja ein Zauber. Scheiße. Yes. Das. Yes. Ah, Vulkan. Yes. Puh, was für ein Schwächling. Hey, ihr seid dran. Ey, wer seid ihr denn? Ah, ist angeschlagen. Yes. Das. Yes. Ha. Vulkan. Oha. Was? Ach so. Ich werde euch einfach mit in die Hölle nehmen. Alter! Eieiei. Oh! Okay. Dart muss ich heilen, Labis muss ich auch heilen. Dafür ist Shana schuhständig. Der Sprachgulasch heute hier. Ha, vorbei. Wie geht das denn? Hä? Stand alone. Yes. Das.
Vulkan! Oh, er ist wieder anfällig. Au. So, dann können wir jetzt wieder einmal zaubern. Jo, 226. Das war's. Puh. 300 Erfahrung, also kriegt jeder 100. Alle steigen auf. Nein, sie nicht. Viermal Heiltrank, einmal Ritterschild. Ritterschild. Ist der unsterblich? Lass uns hier verschwinden, Shana. Aufs Pferd, Beeilung. Schurke, passt auf, dass sie nicht entkommen. Auch wenn es euer Leben kosten sollte. Zieht die Brücke hoch. Ausbruch aus dem Gefängnis. Love it. Wow. Das sah aus. Geil. Bringt sie zurück, oder ihr seid tot. Du? Wann hast du dich eigentlich eingeschlichen? Sollen wir das seiner Hoheit Duell mitteilen? Wartet! Ich werde das Mädchen zurückbringen. Sonst wärt ihr jetzt schon tot. Du Mistkerl, verschwinde! Das ist auch egal. Alles läuft, wie ich es geplant habe. Ja. Sie wissen nicht, dass ich sie in der Hand habe. Hä? Okay. Ist das ein Maulwurf? Ein Schnabel? Tatsache. Alter! Harpune! Ja! Nochmal Level hoch. Neuer Zusatz. Den gucken wir uns gleich an. Steigert physische Abwehrstärke leicht. Ja, wer könnte das gebrauchen?
Oh, für sie ist die Lederrüstung. Na dann. Und dann gehen wir mit das Ritterschild, oder? Na klar. Achso, Zusatz. Hier brauche ich nur noch 9. Da sie hat keine. Möbelstock. Wo geht's hier hin? Prärie. Das war damals der Abschnitt von der Demo. Damals hat man ja noch Demos spielen können, also auf Disc. Und das war der Abschnitt aus der Demo hier. Na gut, kannst du mal weitergehen. Jaha! Also hier hat die Demo, glaube ich, angefangen. Ich habe die Demo so oft gespielt, bis ich nachher das Spiel an sich hatte. Versteckt euch! Tut es weh? Ist nur ein Kratzer. Aber du musst die Wunde behandeln. Die kann später behandelt werden. Wir müssen erst weg hier. Tage Lovitz, Shana, geh du zuerst. Behandelt mich nicht wie ein Kleinkind. Ich werde mit euch Jungs gehen. Ich kann alleine laufen. Hier kommen sie. Lasst uns gehen. Los! Dort sind sie. Frauen zuerst, dann können wir die Leute in Basil verschonen. Ist das der Flüchtling? Sei nicht töricht. Schau mal dort drüben. Gut, die laufen da lang. Also werden wir wahrscheinlich links lang laufen. Das war knapp. So. Oh, kommen wir nicht rüber. Es ist zu breit, um rüber zu springen. Gut. Oh, wer bist du denn? Wait, du hauen rein! Sonnenanbeter und Sichelbiene. Ah, verkackt. Oh, die hält was aus. Stärke steigern. Jetzt können da schon die ganz normalen Gegner oder wie?
will das auch haben. Ja! Zack! Ja! Ha! Vulkan! Ach ja, Stärke steigern. Wirbelstock! Geil! So, und tschüss! Was? Na, so kannst du aber keinen Kampf gewinnen, mein Freund. Schön. So Leute, ich werde jetzt hier einen kleinen Break machen und ja, würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Wenn euch diese Folge... Also heute ist schlimm. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, kommentiert, schreibt mir mal rein, ob ihr das Spiel kennt, ob ihr das Spiel spielen werdet oder ob euch das zu oldschool ist oder ob euch das gerade Spaß macht, beziehungsweise Spaß machen würde. Und Leute, die noch kein Abo dagelassen haben, holt das nach. Es ist umsonst und mir hilft's. Ich bedanke mich und wir sehen uns zur nächsten Folge. Ciao, ciao.